Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 65. Folge von Schäuber fragt nach. Die Aufarbeitung des Geständnisses von Thomas Schmidt schreitet voran und liefert immer mehr bemerkenswerte Details. Nicht minder unterhaltsam sind die ersten Reaktionen der von den Enthüllungen Betroffenen. Sebastian Kurz hat zum Beispiel erklärt, dass für ihn Schmidts Aussagen keine Überraschung wären. Das erinnert an einen mit 240 km/h über die Autobahn rasenden Lenker, der auf den Vorhalt des ihn anhaltenden Polizeibeamten »Ist Ihnen nicht bewusst, dass Sie viel zu schnell unterwegs waren?« antwortet »Diese Aussage überrascht mich nicht.« Und da steckt auch ein Körnchen Wahrheit drinnen, denn einige Passagen in Schmidts Geständnis bestätigen Vermutungen, die man schon die längste Zeit hatte. Zum Beispiel, wenn Schmidt über Kurz sagt, er meinte, er müsse sich um diese Chats jetzt selber kümmern, weil sonst die ÖVP und das ganze Land den Bach hinuntergehen. Die darin zum Ausdruck kommende Überzeugung des Ex-Kanzlers, Sebastian Kurz ist gleich ÖVP, ist gleich das ganze Land, stellt jetzt tatsächlich keine Überraschung dar. Diese Gleichsetzung war in fast allen Auftritten von Kurz als Hintergrundstrahlung bemerkbar. Dem Reality-Check hält die Prognose der kollektiven Bach-Abwärtsbewegung aber nicht stand. Nämlich weder was unser Land betrifft, das sich nun schon längere Zeit auch ohne Sebastian Kurz als überlebensfähig erwiesen hat, als auch bezüglich der ÖVP-Untergangsprophezeiung. Wahrscheinlicher erscheint da, dass der Vorgang der Entbastifizierung nun doch zügiger vorangetrieben wird. Schwarze Landeshauptleute werden nachdunkeln und nach dem Motto Basti wer, Basti wie, diesen Namen hört ich nie, dem Begriff Kurzzeitgedächtnis eine neue Bedeutung geben. Übrig bleiben wird für Kurz schlussendlich nur mehr das letzte Aufgebot des türkisen Volkssturms, also Absturzgaranten wie Laura Sachs-Lehner oder Manfred Juratzka, von deren Unterstützung er aber auch nicht viel mehr erwarten darf als einen Kuchen mit eingebackener Feile. Apropos, es ist auch fraglich, ob die Herren Frischmann und Fleischmann, sobald sie sich über die strafmildernden Umstände eines Geständnisses informiert haben, für ihren ehemaligen Herrn und Meister vor Gericht den Maischberger machen. Zumal dessen Aufopferung für Karl-Heinz Grasser ja auch für beide ohne Happy End ausgehen dürfte. Vielerorts für Amüsement gesorgt hat eine andere Passage aus dem Schmidt-Geständnis, nämlich diese. Es kam dann zu einem persönlichen, und zwar zum letzten persönlichen Treffen zwischen mir und Sebastian Kurz. Ich habe davor mit Blümel telefoniert und ihn gefragt, ob er wisse, was Kurz wolle und ob dieser verwandt sei. Blümel teilte mir mit, dass auch Kurz ihn angerufen habe und ihn gefragt habe, ob ich verwandt sei. Es gab vor kurzem eine Meldung über Bettwanzenbefall in einem ÖBB-Schlafwagen. Das könnte jetzt die Erklärung dafür sein, warum Schmidt so ungern wieder Pöbel reißt. Aber in diesem Fall dürfte mit verwandt doch eine abhörtechnische, körpernahe Verkabelung gemeint sein. Dass Schmidt diese bei Kurz und Kurz sie bei Schmidt vermutet hat, könnte man auch als gedankliche Wahlverwandtschaft bezeichnen. Als der erfahrenere Ranwanz-Profi und Hobbyspion hat sich mittlerweile Sebastian Kurz erwiesen, zumindest dann, wenn man seiner jüngsten Performance Glauben schenken darf. Diese war von hohem theatralischen Wert. Der Ex-Kanzler hat dafür einen maximal elitären Zugang der Kunstvermittlung gewählt, indem er im Rahmen einer Privataufführung für ausgewählte Journalisten einen Text vortrug, indem er sich selber spielte.
Wie er diese Rolle angelegt hat, ist leider nicht überliefert. Ich könnte mir bei ihm einen Method-Acting-Ansatz vorstellen, bei dem der Schauspieler ausschließlich eigene persönliche Erfahrungen in die Rollengestaltung einbringt. Denn schließlich hat er in seinem bisherigen Leben nichts auch nur annähernd so gründlich studiert wie die Rolle Sebastian Kurz. Denkbar aber auch, dass er bei dieser Inszenierung endgültig zu seiner eigenen Parodie wurde. Selbiges droht auch einigen Spin-Doktoren in der ÖVP, die das Schmidt-Desaster nun mit einer äußerst fragwürdigen Krisen-PR-Offensive zu bekämpfen versuchen. In einer Art Gegenthese zu Alexander van der Bellens Mantra »So sind wir nicht« versuchen die vormals Türkisen nun Ämterkorruption und Steuerinterventionen als in allen Parteien gleichermaßen praktiziertes Verhalten darzustellen. Eine Botschaft, für deren Verbreitung die üblichen Tag- und Mittlöhner des heimischen Zudeckungsjournalismus Kurierdienst leisten. Interessanterweise veröffentlichen österreichische Medien aber nichts mit dieser ÖVP-Nebelgranate Vergleichbares zum Thema Journalismus. Während fast überall die Behauptung übernommen wird, dass die Schmidt-Enthüllungen allen Politikern schaden, schreibt keiner, dass die Schmidt-Enthüllungen allen Journalisten schaden. Der Satz, so wie die Fellner sind wir doch alle, deren Pech ist lediglich, dass sie erwischt wurden, war aber bislang noch nirgends zu lesen. Und das ist auch gut so, denn im Journalismus sind ebenso wenig alle gleich verkommen wie in der Politik. Doch vielleicht könnten die Medien dieses Landes ihre jeweils unterschiedlichen Einstellungen zur Frage »Sind wir auch so?« den als Regierungsinseratenfinanziers nach wie vor hochaktiven Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gegenüber ein wenig transparenter machen. Und das am besten noch bevor sich die Justiz damit beschäftigt und man sich unversehens in unliebsamer, räumlicher, bewegungsmäßig stark eingeschränkter Nachbarschaft zu ehemaligen Konkurrenten befindet. Die wiederum haben Krisen-PR-mäßig wieder einmal den Vogel abgeschossen und zwar mit folgender Stellungnahme. Die Mediengruppe Österreich hielt ausdrücklich fest, dass es definitiv keinerlei Zusammenhang zwischen der redaktionellen Berichterstattung und Inseratenschaltungen gibt und auch in der Vergangenheit nie gegeben hat. Das wirkt so, als würde der Kapitän der gerade versinkenden Titanic lautstark erklären, dass es Eisberge nicht gibt und nie gegeben hat. Oder nein, der Einzige, der vergleichsmäßig mit Wolfgang Fellners Chuzpe mithalten kann, ist natürlich Wolfgang Fellner selber. Die Stellungnahme erinnert an Fellners Worte vor Gericht, mit denen er auf den Vorwurf der verbalen sexuellen Belästigung einer ehemaligen Mitarbeiterin reagiert hat. Ich habe das unter Garantie sicher nie in meinem Leben gesagt. Daraufhin hat der Anwalt der Belästigten gemeint, na gut, dann spielen wir Ihnen eben Ihre Äußerungen vor. Die Dame hatte nämlich die von Fellner geleugneten Aussagen heimlich mitgeschnitten. Sie war also, um es mit Thomas Schmidt zu sagen, verwanzt. Und das hat schließlich zur Verurteilung von Fellner geführt. Der Umgang mit Verwanzten bringt ihm einfach kein Glück. In der Inseraten-Korruptionsaffäre sind sein Problem jetzt keine Tonaufzeichnungen, sondern die Chat-Nachrichten, in denen die behauptete Trennung von redaktioneller Berichterstattung und Inseratenschaltung mit der klaren Anweisung Helmut Fellner für die Kohle, Wolfgang Fellner für den Content als reine Familienaufstellung enttarnt wird. Kein Wunder, dass Fellner sich mit dem Anwalt von Sebastian Kurz einig ist, wenn es darum geht, die Glaubwürdigkeit des Geständnisses von Thomas Schmidt zu bestreiten. Ihre These, Schmidt erzähle das alles nur, um sich selber zu schützen, ruht aber auf tönernen Füßen. Denn wenn es Schmidt nur darum gehen würde, hätte er zum Beispiel die Geschichte mit René Benko nicht so erzählt, dass er sich damit massiv selbst belastet und zugibt, dass er auf den Bestechungsversuch gern eingestiegen wäre und nur von Kurz davon abgehalten wurde.
Wenn es ihm nur darum ginge, andere schlecht zu machen, hätte er auch die Sobotka-Geschichte anders erzählt, nämlich nicht mit der Selbstbezichtigung, dass er alles, was Sobotka von ihm wollte, brav erledigt hätte. Was Schmidt dabei antreibt, ob es die Mama war oder spät die Scham, das weiß man nicht. Aber bei dem, was jetzt bekannt ist, ist es schwer vorstellbar, dass es sich nur um eine Selbstrettungsstrategie handelt, denn die hätte er sinnlos übererfüllt. Mal schauen, ob wir diesbezüglich noch diese Woche nach seinem Auftritt im U-Ausschuss mehr wissen. Genug weiß ich über meinen heutigen Wein von Wein und Co. Der Zweigelt Roter Quarz 19 von Peppi Ummertum aus Frauenkirchen lässt mich nämlich jetzt schon seine volle Samtigkeit und Weichselfrucht genießen. Natürlich wird der nicht schlechter, wenn man ihn noch ein bisschen im Keller aufhebt, aber man muss beim jetzt gleich genießen kein schlechtes Gewissen haben. Prost! Ob schlechtes Gewissen bei Thomas Schmidt eine Rolle spielt, kann man spekulieren. Vielleicht weiß mein heutiger Gesprächsgast dazu mehr. Es ist der Profil-Investigativjournalist Stefan Melicher. Grüß dich, Stefan. Hallo, freut mich sehr. Lieber Stefan, am Donnerstag wird der Thomas Schmidt im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aussagen. Was dürfen wir uns da erwarten? Naja, es wird zuallererst einmal natürlich ein ganz großes Spektakel sein rund um den Auftritt an sich. Also man muss sich das ja vorstellen, Thomas Schmidt hat sich sehr lange geweigert, in den Untersuchungsausschuss zu kommen, also so lange, bis die Oppositionsparteien schon seine Festnahme verlangt haben quasi oder seine Vorführung verlangt haben, wenn er wieder mal österreichischen Boden betritt. Und es hat niemand davon gewusst, dass er in Wahrheit eh relativ regelmäßig in Österreich war. Er war halt nicht im Untersuchungsausschuss, sondern war währenddessen lang und breit 15 Tage lang Aussagen bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Jetzt kennt man 12 dieser 15 Protokolle, weiß, was er zu vielen Themenbereichen gesagt hat, die teils strafrechtlich relevant sein können, die jedenfalls allerdings auch hochpolitisch sind, und von daher kann man natürlich sehr, sehr gespannt sein, was er denn da jetzt im Untersuchungsausschuss sagt, ob er unter Umständen auch Zusätzliches sagt zu den Dingen, die er bereits zu Protokoll gegeben hat. Und eine große Frage ist auch, wie sich die Abgeordneten, insbesondere betrifft das die Abgeordneten der ÖVP, entscheiden werden, was die Bitte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft betrifft, dass man den Thomas Schmidt vorerst einmal doch nur zu Dingen fragen möge, zu denen er bereits bei der WKStA ausgesagt hat, um nicht allfällige Ermittlungsansätze, weitere Ermittlungsansätze kaputt zu machen. Ja genau, das ist ja sehr interessant, die WKStA hat darum ersucht, alle Parteien haben zugesagt, nur die ÖVP nicht. Was steckt da dahinter? Naja, Thomas Schmidt hat zu vielen Dingen ausgesagt und hat auch schriftliche Eingaben gemacht bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und wenn man sich diese Akten genauer anschaut, stellt man fest, dass von den 15 ganztägigen Einvernahmen bisher nur 12 Protokolle in den Akt gegeben wurden. Das heißt, es gibt offensichtlich was noch nicht den anderen Verfahrensbeteiligten, den anderen Beschuldigten, den Verteidigern zugänglich gemacht wurde. Und ein möglicher Grund, warum das so ist, ist, dass die Staatsanwaltschaft möglicherweise fürchtet, dass hier weitere Ermittlungsansätze durch ein öffentlich Werden konterkariert werden könnten. Und auch bei den schriftlichen Eingaben von Thomas Schmidt, die sind zwar in den Akt aufgenommen worden, allerdings sind da einige Seiten komplett geschwärzt. Also man weiß in Wahrheit bisher nicht, zu welchen Themenbereichen der Thomas Schmidt, abgesehen von den bekannten diversen Ermittlungsgegenständen, was er darüber hinaus noch tatsächlich alles gesagt hat und wo die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft da weiter ermitteln wird. Warum jetzt sich die ÖVP da ein bisschen sträubt, sich Vorgaben von der WKStA machen zu lassen? Gut, man muss natürlich sagen, es ist das Parlament natürlich nicht verpflichtet, sozusagen sich von der Staatsanwaltschaft vorschreiben zu lassen, was man fragen darf und was man nicht fragen darf in einem Untersuchungsausschuss. Es gab über die vergangenen Monate und Jahre aber schon immer wieder die Kritik, nicht zuletzt an der Medienberichterstattung, wo es geheißen hat, naja, wenn das alles in den Medien steht, das schadet ja den Ermittlungen.
Wenn jetzt die WKStA um einen Termin mit den Fraktionen im Nationalrat bittet oder mit den Fraktionen im Untersuchungsausschuss bittet, um zu sagen, zu den Themenbereichen, zu denen wir den Thomas Schmidt schon einvernommen haben, bitte gerne fragen zu anderen Dingen, wäre es uns lieber, das nicht zu tun, weil das eben möglicherweise Ermittlungen zerstören könnte, in einer frühen Phase stören könnte. Ja, da ist schon die Frage, warum eine Fraktion tatsächlich sich dann über diese Bitte hinwegsetzen sollte. Schauen wir mal, wie es am Donnerstag dann tatsächlich läuft und wie sich die ÖVP da verhalten wird. Aber eines ist natürlich schon klar, das, was Thomas Schmidt aussagt, das schadet natürlich einer Partei am allermeisten und das ist die ÖVP und der ist mit seinen Aussagen, die, man muss es schon immer betonen, die beschuldigten Einvernahmen sind, also nicht unter Wahrheitspflicht stattfinden. Aber mit diesen Aussagen ist er sicherlich sowas wie zum Feindbild Nummer 1 in der ÖVP geworden, was eben diese ganzen Ermittlungen und politischen Vorwürfe betrifft. Na, es wird auch derzeit schon eine Vorausstrategie gefahren seitens der ÖVP, um den Thomas Schmidt am Donnerstag im Vorhinein schon quasi zu desavouieren in seiner Glaubwürdigkeit. Es wird versucht darzustellen, dass seine Geschichten über den Sobotka unmöglich stimmen. Kann so ein Versuch, was hältst du von diesen bisherigen Versuchen? Naja, dass es zu solchen Versuchen kommt, beziehungsweise dass das stattfindet, ist jetzt per se nicht überraschend. Es wird natürlich, und das ist auch in dem Fall jedermanns gutes Recht sozusagen, der sich von Thomas Schmidt belastet fühlt, wird danach trachten, ihn als möglichst unglaubwürdig darzustellen. Es wird logischerweise alles, was er ausgesagt hat, und das sind ja hunderte Protokollseiten, die schon jetzt vorliegen, wird ganz genau durchleuchtet werden. Stimmt das, was er da sagt? Stimmt es vielleicht nur halb? Kann man da einhaken? Das ist klarerweise sowohl die Strategie der Verteidiger, was die strafrechtlichen Vorwürfe betrifft, und umso mehr wohl auch die politische Strategie, die die ÖVP hier versuchen muss, weil sie, was die politische Tangente betrifft, ja schneller stattfinden muss. Da muss man sehr schnell sozusagen die Zweifel sehen und das Bild prägen und die Frage aufwerfen, ist Thomas Schmidt überhaupt glaubwürdig? Was man bis jetzt sieht, ist, dass es vielleicht bei bestimmten Dingen auf der Zeitachse Irrtümer gibt, so könnte man das vielleicht sagen, dass aber dann im Kern manches schon sich auch wieder ganz grundsätzlich einmal zu bestätigen scheint. Was die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt anbelangt, muss man natürlich schon auch sagen, die Ermittler haben da was bei der Hand, was ja von vornherein sowas wie einen ersten Faktencheck zu vielen Dingen ermöglicht. Und das sind die Tausenden und Abertausenden Handychat-Nachrichten von Thomas Schmidt. Also in Wahrheit muss ja alles, was er dort aussagt, dem Vergleich mit diesen Chat-Nachrichten standhalten. Also vieles ist da von vornherein nicht im luftleeren Raum, würde man meinen. Und das ist wohl auch der große Wert der Aussagen des Thomas Schmidts für die Ermittler, nämlich einen Kontext, um diese Handynachrichten herumzuzeichnen. Bis jetzt war es so, dass die anderen Beschuldigten im Prinzip sagen konnten, naja, das sind ja einzelne Chatnachrichten, die sind aus einem Gesamtkontext herausgerissen. Das ist ja gar nicht so zu verstehen, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zum Beispiel das sieht. Jetzt versucht der Thomas Schmidt Kronzeuge zu werden, sagt zu diesen Chat-Nachrichten, die ihm vorgehalten werden, gezielt aus, erzählt, wie er das in Erinnerung hat, worum es da gegangen ist, baut einen Kontext herum. Und eines ist schon klar, also wer hier die Glaubwürdigkeit erschüttern will, muss wohl am Ende des Tages auch für viele dieser Chat-Nachrichten einen anderen Kontext auf den Tisch legen, dann notgedrungenerweise, der aber zumindest nicht weniger plausibel klingt, als das, was Thomas Schmidt aussagt. Es ist vielleicht eine Frage für mich, wo man den Thomas Schmidt vielleicht tatsächlich was vorwerfen könnte Richtung Sobotka, nämlich eine gewisse Undankbarkeit. Ich kann mich erinnern, wie der Thomas Schmidt das erste Mal im U-Ausschuss war, da war ich auch dabei. Und damals hat er gewirkt wie ein schlecht vorbereiteter Schüler, der zur Nachprüfung antreten muss und von seinem Onkel, dem Schulinspektor Sobotka, irgendwie durch die Prüfung getragen wird.
Diesmal ist der Sobotka aber nicht mehr dabei. Warum? Naja, für Thomas Schmidt geht es jetzt um alles. Er hat sich entschieden, zur Staatsanwaltschaft zu gehen und hat zu mehreren Punkten gesagt, die Vorwürfe, die Verdachtslage, die bisher im Raum steht gegen ihn, nämlich, die trifft zu und er ist dazu geständig. Jetzt muss er das natürlich sozusagen auf der anderen Seite so handhaben, dass er der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft genug neue Verdachtsmomente auf den Tisch legt, nämlich alle, die er weiß, und das ist auch eine Grundverpflichtung als Grundzeuge, darf er nichts verschweigen. Also alles, was ihm einfällt und wo er nur von Grund weg einmal die Vermutung hat, das könnte eventuell strafrechtlich relevant sein, wird er jetzt auf den Tisch legen. Wolfgang Sobotka bestreitet, also konkret geht es da um Interventionen im Rahmen von möglichen Steuerprüfungen oder möglicherweise zum Abdrehen von Steuerprüfungen. Da hat Thomas Schmidt das Alois-Mock-Institut genannt in Niederösterreich und die Erwin-Bröll-Stiftung. Zum Alois-Mock-Institut wurden von ÖVP-Seite Unterlagen vorgelegt oder eine Steuerberaterbestätigung vorgelegt, dass es im Zeitraum damals keine Prüfung gegeben hätte. Bei der Erwin-Bröll-Stiftung hat jetzt der ORF recherchiert, dass es zumindest ein bisschen später sehr wohl eine Art Prüfung gab, ob da zusätzliche Abgaben fällig werden. Also das ist jetzt die ermittlungstechnische Kleinarbeit, die aber klarerweise nicht nur die Verteidiger machen und die ÖVP macht, sondern die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft selber macht. Die schauen jetzt sehr genau, ist das, was uns der Thomas Schmidt da erzählt hat, ist das eine einzige Räuberpistole oder ist da was dran? Und wenn da genug dran ist, wird letztlich eine Entscheidung fallen, ob er Kronzeuge werden kann oder nicht. Aber ist der Sobotka aus freien Stücken nicht dabei am Donnerstag? Das weiß ich nicht. Es wäre allerdings doch ein bisschen eigenartig, wenn er dort sitzen würde. Aber das. Bis jetzt war es ja nicht eigenartig. Also, wieso das? Du meinst, dass er sich doch zu genieren beginnt irgendwann? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, jetzt ganz grundsätzlich einmal zum Sobotka gefragt. Warum hält sich der eigentlich noch immer in der ÖVP? Weiß der so viel? Das ist eine mögliche Hypothese. Die andere ist natürlich, dass er möglicherweise da, wo er sitzt und so wie er es handhabt, seiner Partei gute Dienste erweist. Du meinst das Hassobjekt, dass er alles abzieht von den anderen? Das wäre Blitzableiter, glaube ich. Also er scheint damit umgehen zu können. Also ich glaube, damit lebt er jetzt schon seit Jahren und kommt damit offensichtlich zurecht. Also was das betrifft, scheint er sich mit sich selber gut arrangiert zu haben. Ja, das ist an sich ein Phänomen. Ich meine, jeden Tag in der Früh aufwachen und feststellen, man ist noch immer Wolfgang Sobotka. Respekt, keine Frage. Aber wer glaubst du, ist in der ÖVP daran interessiert und sagt, na also den Wolfi brauchen wir einfach weiter? Naja, die feine Kunst der Geschäftsordnungsdebatte im Urschuss, das hat er schon auch bewiesen, dass er die beherrscht. Ja? Also über die vergangenen Jahre. Und es hat sich aber schon gezeigt, dass wenn heikle Dinge auf der B kommen, falls es überhaupt Antworten gibt, bevor diese kommen, es sehr lange Geschäftsordnungsdebatten gibt. Und das ist schon auch was unter der Vorsitzführung von Wolfgang Sobotka ganz gern funktioniert. Er hat ja sogar den Verfahrensrichter schon planiert. Also es gab schon Fälle, wo der Verfahrensrichter gesagt hat, natürlich ist die Frage zulässig und der Sobotka hat gesagt, nein, ich sage, sie ist nicht zulässig und aus. Ja, das ist sehr bemerkenswert. Und also wer bösmeinend wäre, könnte darin vielleicht auch eine Vermutung sehen, warum er eben in der Phase, die jetzt auch schon wieder Jahre dauert, aber sehr, sehr wichtig ist, eben in dieser Position, auch für die ÖVP. Der Mann fürs ganz Grobe. Der Schmidt hat sein Geständnis ohne das Wissen seines ehemaligen Anwalts, des ehemaligen Rechtsvertreters von Ernst Strasser, Thomas Kralik, gemacht. Was glaubst du, hat ihn dazu bewogen? Also Thomas Kralik ist schon in den Monaten, bevor er sich Thomas Schmidt zu dem Schritt entschlossen hat, öffentlich aufgetreten mit der Ansage sozusagen, er hält in dem Fall nichts für eine Kronzeugenregelung
für Thomas Schmidt oder für den Versuch. Er hat das begründet auch öffentlich damit, dass er meint, dass das Verfahren ist schon zu weit fortgeschritten. Tatsächlich ist es natürlich so, dass wenn man mal so lange Zeit eine bestimmte Verfahrenslinie fährt und die dann um 180 Grad ändert, stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, macht es Sinn, das mit demselben Anwalt zu tun? Also es war, glaube ich, nicht derselbe Anwalt, sondern der Kanzleikollege, aber ich sage immer so, die Kanzlei hat Erfahrung in diese Richtung. Und von daher macht das Thomas Schmidt sich wahrscheinlich Sinn, sozusagen nicht seinen bisherigen Anwalt mit dieser Angelegenheit zu befassen, sondern sich da komplett neu aufzustellen. Und es war natürlich auch ein wesentlicher strategischer Punkt, weil es ja darum ging, das über Monate lang geheim zu halten, dass er einen offiziellen Anwalt hatte, der auch offensichtlich auf Journalistenanfragen, wie ich der Medienberichterstattung entnommen habe, immer wieder klipp und klar gesagt hat, nein, Thomas Schmidt wählt nicht den Weg der Grundzeugenregelung, das stimmt nicht und das ist so nicht. Ja. Also es war sozusagen ein zusätzliches Asset, wenn man so will, in dieser Geheimhaltungsstrategie. Ich finde es enorm, was an Verdachtsmomenten alles gegen den Hans-Jörg Schelling vorliegt. Der hatte ja nie den Claim-Faktor von Karl-Heinz Grasser. Haben wir politischen Beobachter Schellings Affinität in diese Richtung ein bisschen unterschätzt? Also auch zu Schelling muss man natürlich sagen, es ist keiner der strafrechtlichen Vorwürfe gegen ihn ist erwiesen. Wir haben ihm eine lange Anfrage geschickt vor eineinhalb Wochen, haben leider keine Antwort drauf bekommen. Lange Anfrage deshalb, weil der Thomas Schmidt tatsächlich sehr, sehr viel in Richtung Schelling sagt. Und wenn es jemand gibt, den er besonders stark belastet, abgesehen von Sebastian Kurz, ist das wahrscheinlich der Hans-Jörg Schelling. Auch da zeigt sich, also wenn man jetzt den Aussagen von Thomas Schmidt Glauben schenkt, sagen wir mal, das österreichische Urproblem der Verhaberung. Also Thomas Schmidt beschreibt die angebliche Freundschaft zwischen Hans-Jörg Schelling und Siegfried Wolf, also dem früheren Magna-Chef und Unternehmer, der just zu der Zeit ein gewisses Problem mit der Finanz hatte, das dann so gelöst wurde, dass es eben jetzt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beschäftigt, auch Siegfried Wolf bestreitet die Vorwürfe, sehr an dieser Stelle betont. Aber darüber hinaus gibt es ja noch andere Dinge, wo man vielleicht noch gar nichts so sehr in Richtung Strafrecht denkt, sondern da taucht eine Chatnachricht auf in einem der Schmidt-Einvernahmeprotokolle, aus dem Jahr 2016, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, als Schelling noch Schelling Finanzminister war, wo er dem Thomas Schmidt so sinngemäß schreibt, er soll einmal bei Novomatic vorfühlen, ob die nicht 1000 Flaschen Wein brauchen als Weihnachtsgeschenke, und Etiketten könnte man auch machen. Also dazu muss man wissen, dass der Hans-Jörg Schelling im Nebenerwerb Winzer war und ist. Dass jetzt ein Finanzminister dem zweitmächtigsten Mann im Finanzministerium, Thomas Schmidt, schreibt, geh doch einmal zu einem Glücksspielunternehmen, das letztlich sehr viele Berührungspunkte zur Finanz hat, um vorzufühlen, ob die Wein gern hätten. Das zeugt ganz einfach auf so vielen Ebenen von einem Nichterkennen von Interessenskonflikten, dass man sich irgendwie schwer tut, dass überhaupt auf einen Punkt zu bringen. Ne? Ich glaube auch langsam, dass der Wein ein bisschen problematisch war, weil ich kenne die Erzählung von Gastronomen, die wiederum vom Sigi Wolf einen Anruf bekommen haben, ob sie ihm nicht ein paar tausend Flaschen vom Schelling-Wein abkaufen wollen. Möglicherweise ist die Plörre wirklich so schwer verkäuflich, dass der arme Schelling gar keine anderen Möglichkeiten hatte, es quasi Direct-Marketing zu betreiben, und wer weiß, wo der sonst noch alle angerufen hat. Ja, schauen wir mal, ob die WKStA dazu Ermittlungen beginnt und ob wir dann einmal einen Amtsvermerk zum Thema Wein in Händen halten werden. Soweit ich mich erinnern kann, hat der Sigi Wolf im Untersuchungsausschuss sehr wohl gesagt, dass seine Restaurants, welche auch immer das sind, ja, da beim Stronach. Draußen in Oberwaltersdorf wurde. Laut Insiderberichten war der Wein sogar dort unverkäuflich. Das ist wirklich ein bisschen ein Entsorgungsproblem, möglicherweise, das Ganze, die Wurzel. Ja, zur Qualität kann ich mich nicht äußern. Die habe ich noch nicht ausgetestet.
finde diese Chat-Nachricht und sofern wir sie richtig interpretiert haben, nämlich dass er seinen eigenen Wein unter die Leute bringen wollte, finde ich, zeigt aber in einer einzigen Chat-Nachricht ein riesengroßes Problem. Die vielleicht entscheidende Chat-Nachricht in dem Thema war ja der legendäre Satz: Vergiss nicht, du hakelst im ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen. Worauf sein Mitarbeiter dem Schmidt geantwortet hat: Danke, dass wir das so offen besprechen können. Da ging es ja ganz dezidiert um den Sigi Wolf und den Sigi Wolf seine Steuerangelegenheit. Ich kann mir nicht vorstellen, aufgrund dessen, was da alles vorliegt, also weil du gesagt hast, man muss Erzählungen finden, wie man das im Nachhinein alles begründen kann. Das wird schwierig. Ja, zum Glück muss ich mir das nicht überlegen, wie diese Erzählung ausschauen könnte. Ich bin gespannt, was die Beschuldigten und ihre Verteidiger im Ermittlungsverfahren dazu vorlegen werden, falls sie das tun oder falls es zu Anklagen kommt, wie man dann vor Gericht damit umgeht. Also darauf kann man tatsächlich gespannt sein. Ich möchte noch auf einen Punkt zurückkommen, der gar nicht so im Hauptaugenmerk vielleicht steht, aber den ich für sehr relevant halte, was irgendwie das Thema Sauberkeit in der Republik betrifft. Das betrifft unter anderem auch den Hans-Jörg Schelling, weil er vom Thomas Schmidt da ein bisschen sozusagen mit hineingezogen wurde in seinen Aussagen. Da geht es um was jetzt auf den ersten Blick nicht besonders sexy, wenn man so will, klingt, das Thema um die Bestellung eines Finanzamtschefs in Oberösterreich, wo der Verdacht im Raum steht, dass die auf Intervention des ÖVP-Clubchefs Wöginger dann entsprechend erfolgt sein soll. Da war es dann so, dass tatsächlich ein ÖVP-Bürgermeister diesen Job bekommen hat, obwohl, und das ist gerichtlich festgestellt vom Bundesverwaltungsgericht, er deutlich schlechter qualifiziert war als eine andere Beamtin. Und dann gab es da einen Chatverkehr zwischen Thomas Schmidt und August Wöginger, so, wo dann Schmidt so nach dem Motto schreibt, der Bürgermeister schuldet dir was. Ja, und das ist dieses einerseits mit Interventionen richten können, dann Parteifreunde belohnen und die schulden einem dann was. Es ist diese Mischung also Vermischung aus Parteiinteressen, öffentlichen Ämtern und ja, Loyalitäten, die, glaube ich, ein wichtiges Grundproblem sind in Österreich, ein großes Grundproblem sind in Österreich. Würde es in diesem Verfahrensteil zu einer Anklage kommen oder vielleicht am Ende des Tages sogar zu Verurteilungen, ich glaube, das wäre wahrscheinlich der Bereich, der jetzt von strafrechtlicher Sicht am meisten zu mehr Sauberkeit in Österreich beitragen würde, weil dann wird es tatsächlich jeder sehr, sehr gut überlegen, ob er noch einmal irgendwo anruft und sagt, aber da haben wir doch unseren Parteifreund, der soll den und den Job kriegen. Okay, wir haben da zwar eine Bestellkommission, aber wir schauen halt, wir sagen halt, sie hat schlecht präsentiert und füllen halt den Punkt der Raster ein bisschen anders aus und so. Also ich glaube, dieses Gefühl, dass Parteimitgliedschaft belohnt wird durch persönlichen Vorteil, in dem Fall durch Posten, das gehört durchbrochen und dieser Verfahrensteil kann da möglicherweise am meisten dazu beitragen. Nein, es wird von türkischer Seite das Spin versucht, es sind eh alle gleich korrupt. Aber gerade diese Interventionsgeschichten, nehmen wir den Herrn Benko und den Herrn Wolf her, das hat eben nicht jeder diese Möglichkeiten, wenn er mit seiner eigenen Steuerbelastung unzufrieden ist, gleich an der Stelle intervenieren kann und da tut sich dann auch tatsächlich was. Also da geht sich der Spin irgendwie nicht aus. Und ich frage mich dazu auch noch, warum haben Menschen, die so reich sind wie Benko und Wolf, es überhaupt nötig, sich diesem Risiko auszusetzen und da zu intervenieren? Was ist deine Erklärung dafür? Also ich könnte mir vorstellen, dass es weder Sigi Wolf noch René Benko als Risiko in dem Sinn gesehen haben, da zu intervenieren. Also die sind Geschäftsleute, die, das ist jetzt meine Interpretation, gewohnt sind, Netzwerke zu haben und Netzwerke zu nutzen. Was der Unternehmer so denkt, soll sein, er hat es vielleicht nicht anders gelernt, dass jetzt der zweitwichtigste Mann im Finanzministerium, und das ist nur überhaupt kein strafrechtlicher Vorwurf, aber dass der Thomas Schmidt mit
René Benko koordinieren geht und dann danach einem weiteren Unternehmer schreibt, wie super das war, mal 3 Flaschen Wein miteinander getrunken. Und man könnte schön sagen, Fraternisierung, wenn auf Österreichisch würde man sagen, Verhaberung, seinerseits kein Problem sieht. Ja. Das führt dann wiederum zur Vermutung, nicht nur der Unternehmer sozusagen hat es nie anders gekannt, sondern auch der Spitzenministeriumsmitarbeiter hat es nicht anders gekannt und das zeigt eigentlich umso tiefer, wie groß dieses Problem ist. Mhm. Diskutiert wird auch die Rolle von Sebastian Kurz' Lebensgefährtin Susanne Thier. Was mich daran wundert, ist Folgendes. Über den Schreibtisch von Thier im Finanzministerium sind genau jene Inserate an Fällen aus Österreich gegangen, um die es jetzt geht. Ist es lebensnah anzunehmen, dass Kurz sich für die Arbeit seiner Lebenspartnerin in all den Jahren nie interessiert hat? Hat der nie gefragt, Schatzi, wie war es heute bei dir im Büro? Zur Beziehungskommunikation zwischen Sebastian Kurz und seiner Lebensgefährtin kann ich tatsächlich überhaupt nicht sagen. Wir alle nicht, aber wir können nur mutmaßen drüber. Wie man es in der Praxis... Er ist natürlich ein vielbeschäftigter Mann. Ich weiß nicht, ob er dann zu Hause sozusagen nachgefragt hat, welche Rechnungen würden... Hat sich freigegeben. Der kommt gar nicht nach. Also du meinst, er ist so beschäftigt gewesen, der Sebastian Kurz, dass er sie nie gefragt hat, was heute war und sie nie erzählen wollte, weil sie gedacht hat, mein, der hat eh schon so viel um die Ohren, dem muss ich jetzt nicht auch noch das... Keine Ahnung, man wird es auch nicht mehr feststellen, weil ich glaube ja, dass Sebastian Kurz im Untersuchungsausschuss gesagt hat, er hat eine Mitarbeiterin damit beschäftigt, alle paar Wochen sein Handy zu löschen. Also falls er via Chat nachgefragt hätte, würde man es wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr finden. Naja, wenn ihr das wahrscheinlich persönlich mal mit der eigenen Lebenspartnerin nur bei Chat zu verkehren, ist jetzt auch ein bisschen. Also, nein, das finde ich unschön. Mein Tipp für den nächsten ÖVP-Spin wäre, dass es irgendwann heißt, der Schmidt sagt das alles nur, weil er auf die Susanne Thier eifersüchtig ist, weil sie mit dem Sebastian zusammen ist. Glaubst du, wird das noch kommen? Puh, da würde ich zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch eine Kiste Schellingwein dagegen wetten. Okay, das ist ein sehr niedriger Einsatz. Ich glaube, das ist der schwitzt momentan in der Fundgrube, den Schellingwein. Aber gut, ich werde darauf zurückkommen. Ich habe mir vorhin die Frage gestellt, ob Frischmann und Fleischmann für Gericht für Sebastian Kurz so etwas machen wie Walter Maischberger für Karl-Heinz Grasser. Also dicht halten auf die Gefahr hin, selber bestraft zu werden. Was glaubst du? Ich kenne weder den einen noch den anderen persönlich. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen Journalisten, die nie mit ihnen, soweit ich mich erinnere, kann auch nur telefoniert haben. Von daher kann ich deren Persönlichkeitsstruktur einfach nicht einschätzen. Ne? Ja, es hätte allerdings wahrscheinlich auch vor 3 Wochen noch niemand ernstlich für möglich gehalten, dass Thomas Schmidt den Kronzeugenstatus sucht. Also das ist quasi ergebnisoffen. Da wird man schauen, wer wie damit umgeht. Welche Mütter was zu wem sagen, das ist natürlich auch ein Thema. Ne? Weiß man ja nicht genau, was die Mamas sagen. Ne? Rein strategisch, verteidigungstechnisch gedacht, ist es natürlich so, dass sich irgendwann einmal das Fenster schließt. Ne? Weil um Kronzeuge zu werden, muss man halt neue Dinge auf den Tisch legen. Also wirklich relevante neue Dinge. Ne? Und das geht sie wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt aus, falls es solche neuen relevanten Dinge überhaupt noch gibt. Die seitens der Beschuldigten forcierte These, der Schmidt erzählt das alles nur, um sich selbst zu schützen, scheint mir schwer aufrechtzuerhalten. Denn wenn es Schmidt nur darum gehen würde, hätte er wohl einige Geschichten nicht so erzählt, dass er sich damit massiv selbst belastet. Oder wie siehst du das? Ja, ich meine, wenn man sich die ersten paar Seiten von den Einvernahmeprotokollen anschaut, da wird der Thomas Schmidt von der WKStA ganz, ganz allgemein zu den durchaus zahlreichen einzelnen Verfahrenskomplexen gefragt. Und bei einem Gutteil davon sagt er gleich einmal, ja, die Verdachtslage stimmt und gesteht das damit. Jetzt hat er faktisch, ohne dass er schon Kronzeuge ist, weil darüber er hat offensichtlich noch nicht einmal formell beantragt und entschieden wird darüber ohnehin dann erst wahrscheinlich später. Aber ohne dass er Kronzeuge ist, hat er jetzt weit 15 Tage lang mehr oder minder ganztägig gestanden. Das heißt, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, ups, das war ein Missverständnis, es war dort nicht so,
kann er das natürlich sagen. Es waren Beschuldigten einvernahmen, da dürfte er sogar auch lügen, ohne sich damit sozusagen strafbar zu machen. Im Endeffekt ist aber dann schon sehr wahrscheinlich, dass es eine Anklage gibt, nämlich auf Basis dieser Protokolle. Und dann wird sich halt ein Gericht mit der Frage beschäftigen, diese Geständnisse, die er abgelegt hat, wie gut passen die denn zum Beispiel zu seinen Chatnachrichten und zu anderen Ermittlungsergebnissen. Und wenn er Pech hat, ist er dann nicht Kronzeuge und wird trotzdem verurteilt und wahrscheinlich umso stärker, weil er halt andere Dinge auch noch auf den Tisch gelegt hat, die auch ihn ja betreffen. Die in Österreich beliebteste Verschleierungsmaßnahme für Korruption ist immer noch die Scheinrechnung. Ich plane ja irgendwann mit Florian Klenk eine Lesung zu machen unter dem Titel Die lange Nacht der Scheinrechnung. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken für das Veröffentlichen meiner absoluten Lieblingsscheinrechnung. Eine verdeckte Parteispende an die ÖVP, 72.960 Euro von den österreichischen Lotterien, offiziell deklariert als eine Studie zum Thema: Hat sich das Internet als Medium neben anderen Massenmedien bereits etabliert? Das ist wirklich, wirklich großartig. Was hast du damals noch dazu herausgefunden? Also bei der damaligen Geschichte, das war ein Ausläufer des sogenannten Telekom-Skandals. Da ging es im Kern darum, dass bei einer Agentur, die unter anderem Inseratenschaltungen in Medien vorgenommen hat, ein Geldtopf aufgebaut wurde. Da haben einige große Unternehmen, unter anderem eben die Lotterien, hineinbezahlt, beziehungsweise eben diese Agentur bezahlt. Und die Agentur hat es alles ein bisschen erst verkürzt dargestellt, dann zugunsten der ÖVP ausgegeben, unter anderem auch in Wahlkämpfen. Ich halte schon einmal ein Grundproblem vorne, oder einen wichtigen Punkt vorneweg. Es hat das alles zu keiner Verurteilung geführt, weil man dann letztlich der Meinung war, dass die zum damaligen Zeitpunkt schon verstorbenen Unternehmenschefs, die da einbezahlt haben, vielleicht nicht ganz genau wissen hätten müssen, dass sie ihrem Unternehmen gegenüber untreu sind, wenn sie auf diesem Weg eine verdeckte Parteispende leisten. Deswegen ist dann dieses Verfahren gegen alle und durchaus zahlreichen Beschuldigten eingestellt worden. Zum Thema Scheinrechnung hat man über die vergangenen Jahre auch als Journalist tatsächlich einiges erlebt in Österreich. Also es ging dann so weit, dass dann irgendwann einmal begrifflich differenziert wurde zwischen Scheinrechnung und inhaltlich falscher Rechnung. Wie man das genau differenziert, das erspare ich, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern jetzt. Aber man merkt schon, wie dringend der Bedarf war, da sozusagen für Spitzfindigkeiten zu sorgen. Ich möchte auch noch nachtragen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das Ergebnis der Studie zum Thema: Hat sich das Internet als Medium neben anderen Massenmedien bereits etabliert? Ja, es ist positiv ausgegangen, das hat tatsächlich erkannt. Hätte man damals auch, also ich glaube, der Mitarbeiter, der mit dieser Studie beauftragt war, hat nicht sehr lange gebraucht, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Eine halbe Stunde hat er gesurft im Internet dafür. Genau. Immerhin. Ich meine, mein Favorit war dann auch eine Gutschrift am Abschluss, 60.000 Euro der Agentur Media Select direkt an die ÖVP mit der Begründung: Gutschrift aufgrund der Vermittlung der Regierungskampagne. Also ein schlichtes Bekenntnis zur Wahrheit. Ne? Das ist eigentlich das Ende der Scheinrechnung, dass man in Zukunft einfach Kickback-Zahlung ganz offiziell draufschreibt. Und das war's. Ja, das wäre der überraschend ganz neue Zugang. Für mich hat das Ganze einen bitteren Beigeschmack, weil ich mich eben schon wirklich sehr, sehr lang mit dem Thema Parteienfinanzierung auseinandersetze. Und damals bei dem Telekom-Skandal, da war das Thema E-Mail das große Thema. Nicht? Also da haben wir E-Mails gefunden, wo Sachen drinnen gestanden sind, wo man sich die Frage stellen musste, na, warum schreibt jemand sowas überhaupt? Nicht? Und ich hätte eigentlich gedacht, dass man vielleicht einmal jetzt so 1,5 Politikergenerationen lang sowas in dieser Form nicht mehr sieht und dann kommen die Schmidt-Chats daher. Das hat mich ein bisschen nachdenklich gestimmt, dass irgendwie die Halbwertszeit von solchen Erkenntnissen und durchaus Skandalen doch viel geringer ist, als ich das vermute. Mhm. Ja, jetzt haben wir gesprochen über diesen legendären Skandal, der eigentlich kaum Konsequenzen hatte bei der Media Select. Abschließende Frage: Was erwartest du dir von der Aufarbeitung des Geständnisses von Thomas Schmidt? Also ich erwarte mir jetzt zunächst einmal, dass es da ganz, ganz viele sehr detaillierte Ermittlungsberichte geben wird über die nächsten Monate zu ganz vielen kleinen Punkten, die sich da dazwischen verstecken, wo abgetestet wird,
Stimmt das, was er gesagt hat? Inwieweit stimmt es, was er gesagt hat? Hat er es richtig zeitlich zum Beispiel eingeordnet? Die Frage wird sein, ob und wie rasch es zu Anklagen kommt. Also ein Thema, das durchaus im Raum steht, ist eine mögliche Anklage im Zusammenhang mit der früheren Familienministerin Sophie Kamersin, wo es um die Art und Weise ging, wie sie zu Ausschreibungen des Sportministeriums in dem Fall gekommen ist. Das ist wäre, wenn es da zu einer Anklage kommt, ein erster Ausfluss der Grundzeugenaussagen der Umfrage Expertin Sabine Beinschab. Was ich gelesen habe in den vergangenen Tagen ist, dass es relativ rasch zu einem Ende kommen könnte, was die reinen Ermittlungen betrifft zum Thema Falschaussagevorwurf gegen Sebastian Kurz im Zusammenhang mit Aussagen im Untersuchungsausschuss. Da wird sich relativ rasch zeigen, ob es ihm zu diesem Punkt schon einmal herausgelöst aus dem ganz großen Ermittlungsverfahren zu einer Anklage kommen wird. Auch dazu hat Thomas Schmidt ausgesagt und durchaus belastend. Umgekehrt muss man betonen, eben Sebastian Kurz sagt, quasi Thomas Schmidt wäre ein notorischer Lügner und was der sagt, das darf man nicht glauben. Das muss man aber dem Kurz zugutehalten, das hat er schon vorweg gesehen, weil ich war ja damals dabei, im 2020er, wie der Thomas Schmidt war, und davor hat der Sebastian Kurz seinen legendären Auftritt gemacht, wo er eben versucht hat, die Wahrheit zu sagen, wie er es im Nachhinein erklärt hat. Und damals hat er schon gesagt, ich lege für niemanden meine Hand ins Feuer. Also da hat er ein bisschen schon vorausgeahnt, nicht, was da vielleicht auch eines Tages daherkommen könnte. Ich meine, die Frage ist natürlich, wann ihm diese Erkenntnisse bezüglich Thomas Schmidt gekommen ist und wieso der so lange so wichtig war, falls er diese Erkenntnis schon früher gehabt hätte. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wir hoffen darauf, dass sie geklärt wird und ja, hoffen auch, dass du, Stefan, da weiter dranbleiben wirst. Das werde ich sicher tun mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei Profil. Wird uns die Arbeit nicht ausgehen, glaube ich, in den kommenden Monaten und wahrscheinlich Jahren, um es realistisch einzuordnen. Das glaube ich auch. Möge die Übung gelingen. Lieber Stefan, danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Danke. Das war die 65. Folge von Schäuber fragt nach, wie es im Urschuss war und was das für das Kurzzeitgedächtnis der ÖVP bedeutet, werde ich Ihnen nächste Woche berichten und darüber dann gleich mit meinem Gesprächsgast Reinhold Mitterlehner sprechen. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian Schäuber.